Und das, was wir hier jetzt gerade alles machen, das ist der Anfang des Traums, von dem uns der Typ aus dem Zelt jetzt erzählt. Und ich habe auch schon gelesen, wir werden hier quasi zwei Geschichten spielen. Einmal die Geschichte von dieser Prinzessin und einmal die Geschichte von Geron. Und diese werden im Laufe des Spiels irgendwie aufeinandertreffen. Was ich mir am Anfang sehr komisch vorgestellt habe, weil die Geschichte von Satya 450 Jahre zurückliegt. Aber lassen wir uns mal von dem Spiel überraschen. Grabkammer. Wie tief sind wir? Das wissen nur die Götter. Fasar wurde Schicht um Schicht auf den Ruinen alter Dynastien erbaut. Darunter liegen Gewölbe so alt wie das Land selbst. Diese Grabkammer zum Beispiel wurde vor 2 Jahrtausenden vom letzten lebenden Magier-Mogul Malakar errichtet. Es heißt, er war ein Großmeister der Elementar- und Transformationsmagie. Mit einem bloßen Schnippen bog er Erz und Erde nach seinem Willen. Diese Hallen waren sein größtes und letztes Werk. Ach so. Ihr seid euch sicher, dass hinter dieser Mauer die Maske wartet? Ja, ganz sicher. Niemand weiß, woher der Mogul Malakar die Maske hatte oder ob er sie gar selbst erschuf. Aber er war so besessen von ihr und ihrer Macht, dass er sie am Ende mit in sein Grab nahm. Es heißt weiter, dass es ihm Zeit seines Lebens nie geglückt sei, ihre wahre Macht zu wecken. Was macht sie? Es heißt, dass der Träger der Maske jede verlorene Schlacht, überhaupt jede Niederlage und jeden Verlust in einen ewigen Sieg verwandeln kann. Okay, und schon haben wir zig weniger Auswahl hier. Das war ein komischer Satz. Naja, heiliges Heer. Wieso nennt es sich das Heilige Heer? Das Heilige Heer ist eine Armee von Geweihten. Nur mit der heiligen Macht der Götter, so glaubt man, kämen wir gegen die anstürmenden Dämonenhorden an. Ihr sagtet, das Heer zieht über das Gebirge Raschtuls. Warum so ein schwieriger Umweg? Die meisten Pässe werden von den Legionen des Bösen bewacht. Zudem gibt es einen magischen Ort über den Gipfeln des Raschtulswalds, wo man hofft, eine letzte entscheidende Allianz zu schmieden. Dort werden wir uns dem Heer anschließen. Okay. Wie konnte es nur so weit kommen? Eine Invasion des Bösen in unserer Zeit? Dunkle Zeiten gibt es immer wieder, Prinzessin. Aber was genau dazu geführt hat, spielt keine Rolle mehr. Wichtig ist nur, dass wir bereit sind zu kämpfen. Die größten Helden unserer Zeit haben sich zusammengefunden, um die Entscheidungsschlacht in der gorischen Wüste zu schlagen. Und auf ewig in die Geschichte einzugehen. Wenn wir gewinnen. Ja, wenn wir gewinnen. Aber kommen wir mal zu einer anderen Frage. Habt ihr nicht langsam genug gequatscht? Er hat recht. Wir müssen weitermachen. Ihr habt keine weiteren Fragen? Ja doch, Heldengruppe. Hilfe anbieten. Ich will helfen. Was ist das Problem? Das Schloss ist verborgen. Ich finde es nicht. Irgendein geheimer Mechanismus. Vielleicht ein Objektum Desaperatec? Was auch immer. Ihr müsst es öffnen. Genau. Ich biete meine Hilfe an. Ihr müsst es öffnen. Naja, vielleicht müssen wir diesen komischen Mechanismus suchen, wenn es einen gibt. Vielleicht erfahren wir aber vorher noch was über die Heldengruppe. Warum habt ihr gerade uns als Gefährten gewählt? Wen meint ihr im Besonderen? Satya. Hattet ihr gezielt nach einer Prinzessin gesucht? Nein, ich hatte nach einem thulamidischen Gelehrten gesandt. Aber ein solcher ist schwer zu finden in diesen blutigen Tagen. Die wenigsten wissen sich zu behaupten und werden schnell Opfer der marodierenden Banden, die derzeit um die Vorherrschaft in Fasar kämpfen. Die Straßen von Fasar waren schon immer ein schreiender Albtraum. Umso größer das Wunder, dass ihr dort so lange überlebt habt. Ihr seid die verstoßene Erbin eines gestürzten Herrschers. Ich hätte meine Dukaten nicht auf euch gewettet. Oh. Ja, das klingt ja vielversprechend. Und sehr, ja. Schön, wir sind zweite Wahl. Aber, naja, was macht der Krieger hier? Ist er wirklich so, stark, dass er unbedingt jetzt in unserer Heldengruppe sein muss? Weil Satya hält ja nicht sehr viel von ihm. Kann der Prügelknabe noch etwas anderes außer um sich schlagen und schreien? Eben. Das ist mehr als ihr könnt, Püppchen. Alrik hält uns die Ungetüme vom Hals. Er ist ein guter Mann. Wenigstens er hält was von ihm. Wird Rachban uns wirklich bis zum Schluss begleiten? Ja. Sobald wir hier fertig sind, wird er uns durch den Raschtulswald zum Heiligen Heer führen. Er selbst ist in eben jenem Gebirge aufgewachsen. Er kennt den Weg besser als jeder andere. Ihr wisst, der Verkina ist ein Verstoßener. Sogar sein eigenes Volk fürchtet ihn. Wir haben keine andere Wahl. Wir brauchen ihn.
Tja, sehr viel Auswahl hatte der gute Magier da wohl nicht. Wie kommt ein Magier wie ihr dazu, so eine Gruppe zu führen? Ich wollte mich der Streitmacht in Punin anschließen, als mir ein Adelsmann aus Fasar von der Maske erzählte. Der Rest war eine Frage des Geldes und der Entschlossenheit. Okay, und der Harun? Welche Rolle spielte Harun? Er war euer persönlicher Leibwächter. Er sollte euch beschützen. Was er auch getan hat, bis zum Schluss. Es tut mir leid um ihn. Er kannte das Risiko. Wichtig ist, dass ihr am Leben seid. Okay. Genug davon. Ja, das war's dann. Ende. Und dann gehen wir mal zur Halle. Halt, warte, Moment. Wir haben uns noch gar nicht den Grabeingang angeschaut. Es muss nur noch der Schlüssel in das Schloss und der Weg ist frei. Wo seht ihr ein Schloss? Die Tür ist überzogen von Dreck. Was versteht eine Prinzessin schon von Dreck? Genug, um zu wissen, dass er sich abwaschen lässt. Das sind gute Neuigkeiten für dich, nicht wahr? Was willst du damit sagen? Psst! Silenzium, bitte! Ich brauche Ruhe. Ich mag sie. Wir haben hier auch ein Inventar. Das sieht echt schön aus. Ich finde es klasse, dass das Inventar von Geron und von Satya unterschiedlich ist. Oder unterschiedlich aussieht. Aber erstmal gucken wir uns das nochmal an. Also wir gucken es nicht an, wir fassen es an. Tachi, Tachi. Haltet Abstand. Wir wissen nicht, was sich hier sonst noch verbirgt. Na gut. Dann möchte ich mir das angucken. Mein Almandin. Mein zorniges Auge. Mein trauriges Herz. Gegen nichts auf der Welt würde ich ihn jemals eintauschen. Okay. Mal sehen, was der Quest-Log sagt. Hier ist ein neues Bild erschienen. Fahi ist ein reisender Händler aus dem fernen Tulamidenreich. Seit vielen Monden träumt er jede Nacht von den Erlebnissen einer Prinzessin namens Satya, die vor 450 Jahren spurlos verschwand. Er glaubt, die Träume bilden ein Rätsel und er bittet Geron, ihm bei der Lösung des Rätsels zu helfen. Ja, das hatten wir. Genau, hier. In der gorischen Wüste steht eine gewaltige Schlacht bevor. Der Dämonenherr Borbarat will eine Legion von Wesen aus den Niederhöllen entfesseln und die mächtigsten Krieger Aventuriens stellen sich dem entgegen. In seinen Träumen erlebt Fahi jede Nacht aufs Neue die Abenteuer der Prinzessin Satya vom Fasar. Zusammen mit einer Gruppe Helden will sie ein uraltes Artefakt aus der Grabkammer eines Magier-Moguls rauben und als Waffe in eine anstehende Schlacht bringen. Auf ihren Arm trägt sie das Zeichen der Nachfahren des Moguls. Also hier erfährt man noch ein bisschen mehr als nur im Dialog. Das ist sehr schön. Satya trägt immer einen Rubin bei sich. Woher er kommt und was er ihr bedeutet, bleibt unklar. Okay, findet das verborgene Schloss an der Grabkammer. Ich finde das echt schön mit den Bildern. Dann wollen wir jetzt endlich mal zur Halle. Seid ihr lebensmüde? Ihr habt gesehen, was da draußen für Kreaturen herumlaufen. Aber, na gut. Ich gehe trotzdem. Wenn so die Prinzessinnen in diesem Land sind, dann möchte ich nicht die Könige erleben. Keine Sorge, das werdet ihr nicht. Dem letzten Kalifen von Fasar wurde vor 5 Monden bei lebendigem Leibe die Haut abgezogen. War er ein Tyrann? Ja, wie alle Herrscher in dieser Stadt. Außerdem... Was? Habt ihr die Tätowierung auf ihrem Arm gesehen? Ich glaube, es ist das Zeichen Malakars. Sie ist eine direkte Nachfahrin. Wir haben die Ur-Ur-Urenkelin eines verdammten Magier-Mogul-Monsters in dessen Grabkammer mitgenommen? Seid ihr noch bei Trost? Sie ist ein guter Mensch. Vertraut mir, wir werden sie bald brauchen. Na dann. Da geht's wieder zum Grabeingang. Das haben wir im Intro gesehen, diese Ruinen hier. Es heißt, ein uraltes Wesen lebt in diesen Hallen. Es hat 2 Pferdebeine und eine smaragdene Lanze und jagt damit jeden Grabräuber bis an das Ende seiner Tage. Wenn wir es in die Schlacht schaffen, ist das ja nicht mehr lang. Na dann. Ich habe es nicht verdient, zurückzukehren. Nicht ohne die Maske. Okay, hier gelangen wir also wieder zurück irgendwie. Hier ist ein Koloss. Das Ding ist aber auch riesig.
Das Abbild des Magier-Moguls, der vor tausenden von Jahren hier herrschte. Und nun hier begraben liegt. Er sieht aus wie ein riesiger Zwerg. Was doch schon etwas paradox ist. Obwohl Zwerge haben ja auch ein bestimmtes Aussehen, sag ich mal. Nur in groß dann. Na, wer wird dich hier unten sehen? Wer wird dich anbeten? Dir huldigen? Sehr bald werde ich tausendfach größer sein, als du es jemals warst. Und anders als du werde ich nicht in einem finsteren Loch enden. Na, schauen wir mal. Ah, hier gibt's noch einen Kampfplatz, okay. Hand? Ach, das ist eine ganz große Hand, worauf ich hier gerade stehe. Cool. Eine große Hand. Weiter nichts. Sie scheint davon aber sehr unbeeindruckt zu sein. Also noch so ganz kann ich mich mit ihr noch nicht anfreunden. Das Erbe dieser Hände hielt mich mein Leben lang gefangen. Doch heute werde ich mich endlich befreien. Oh, Kasim, du wirst noch bereuen, was du mir angetan hast. Was ich allerdings gut finde, ist, wie sie sich anderen gegenüber behauptet. Zum Beispiel dem Ritter, Krieger da. Jetzt sag ich schon Ritter. Jetzt geht's aber los. Hier ist noch ein Wächter. Er war schon so, als wir herkamen. Wer weiß, ob wir sonst gewonnen hätten. Kannst du mich hören? Du tust mir leid mit deinen gebrochenen Beinen. Es ist sehr einsam hier unten. Aber einen Schritt näher und wir brechen dir auch noch den Hals. Sie ist ganz schön brutal irgendwie. Also wenn es hier nichts weiter gibt, ich drück mal den Hotspot-Button-Taste Space. Hier ist noch eine Bruchstelle, die hätte ich jetzt übersehen. Um das Rückgrat des obersten Wächters zu brechen, hat der Magier den Ohrschmuck des Moguls zu Fall gebracht. Doch für Harun kam jede Hilfe zu spät. Ah ja. Und wenn wir die ganze Grabkammer zertrümmern müssen, ich werde triumphieren. Und sie ist sehr auf Sieg aus, wie es scheint. Na gut, wer nicht, ne? Oh, aua. Es tut bestimmt weh. Ach, er ist Harun. Oh je, hier ist noch ein Wächter. Ein weiterer Wächter. Wir konnten ihn nicht töten, daher mussten wir ihm die Beine abschlagen. Okay. Du erinnerst mich an die Palastwachen, die ich einst kannte. Doch anders als sie warst du von vornherein gegen mich und fielst mir nicht erst später in den Rücken. Danke. Irgendwie. Das trifft es ganz gut, denke ich. Ah, da habe ich doch Felswand? Okay, ich dachte die Dahinter Flamme. Dahinter liegt die Grabkammer. Wenn ich sie nur irgendwie einreißen könnte. Ich glaube nicht, dass du das mit deinem Rubinchen schaffst, aber ich möchte mir eh erst alles angucken, bevor ich hier irgendwas mache. Und der hier sieht auch interessant aus, das Monstrum. Aufgespießt mit seiner eigenen Fackel. Ach, das auch noch. Was für ein unwürdiger Tod. Der Arme. Es würde zu lange dauern, ihn runterzuholen. Die Zeit rennt uns davon. Aber erstmal umgucken. Er war ein Tollpatsch. Aber er hatte den Verstand, an Dinge zu denken, an die wir nicht dachten. Was auch immer er bei sich trägt. Es könnte uns helfen. Ja, das stimmt. Sie hängt genau außer Reichweite. Du brauchst doch nur den Arm heben. So, zack. Aber ich habe jetzt auch nicht wirklich was, womit ich da rankommen könnte. Deswegen schauen wir uns mal das Monstrum an. Er ist so groß und doch haben wir ihn erst so spät gesehen. Ich kann nicht glauben, wie dumm wir waren. Aber hey, ihr habt's dennoch geschafft. Bastard. In solchen Momenten mag ich sie. Hier liegt ein Dolch. Das war Haruns Dolch. Nimm mit. Können wir damit irgendwie die Tasche abschneiden? Ah, jetzt kommt sie auf einmal dran. Okay. Huch! Alles daneben gefallen. Super gemacht. Felsen? Die Reste des kolossalen Ohrschmucks.
Erst das hat der Kreatur den Rücken gebrochen. Ach so. Der Krieger kann noch so viel rumtönen. Am Ende hat uns der Magier den Hals gerettet.